Moin. Hi. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, immer hier ganz oben oder fast unter das Dach des SMP-Doms zu klettern. Wenn du jetzt hier so runterschaust, wie fühlt sich das für dich an, in der neuen Halle endlich zu sein und auch zu sitzen? Ja, natürlich fühlt sich es gut an. Schöne Aussicht von hier oben. Ich glaube, wir können alle ein Stück weit stolz drauf sein, endlich hier spielen zu dürfen. Und na klar, situationsbedingt dürfen noch keine Zuschauer kommen. Die werden schmerzlich vermisst, deswegen fehlt da noch einiges. Du hast schon einige Arenen und Hallen in dieser Größe gesehen mit deiner Zeit mit Bayreuth. Jetzt hier, wie ist der SMP-Dom mal so im Vergleich dazu? Ja, die Fans fehlen, aber was kann hier passieren und entstehen? Was kannst du dir vorstellen? Ja, es kann einiges entstehen und passieren. Natürlich ist so eine Arena oder so ein Dom wird erst mit Leben gefüllt, wenn die Fans da sind. Deswegen ist es schwer momentan zu vergleichen. Wir sind natürlich hier auf dem modernsten Standard. Das ist gar keine Frage. Das ist alles toll. Aber wie ich schon gesagt habe, erst die Fans erwecken so eine Halle zum Leben. Ja. Wenn du unten auf dem Spielfeld stehst und die Fans jetzt hier drin wären, einfach mal, wir versuchen uns das mal vorzustellen. Wie viel Einfluss in einem Spiel hat so eine Stimmung auf dich? Oder hörst du einzelne Schreie, hörst du einzelne Rufe, wenn man deinen Namen ruft? Nimmst du das wahr im Spiel? Wie geht's dir da? Also was hat das für einen Impact auf dich? Also man nimmt es natürlich wahr als Spieler und ich glaube auch, das macht auch den Reiz aus, diese Sportart auszuüben oder auch auf hohem Niveau zu spielen, weil man einfach so viele Leute begeistern kann, nicht nur mit Körben, sondern auch mit Defense-Aktionen, Ballgewinn, Hustle-Plays, einfach da die Menge zu begeistern und dann diese Wertschätzung zu spüren von den Fans ist, glaube ich, für jeden Athleten, der das betrieben hat oder betreibt, was ganz Großes. Du hast jetzt hier den vollen Blick auf fast alle Plätze hier in dem SMP-Dom. Was wäre denn dein Lieblingsplatz? Wo würdest du denn am liebsten mit deiner Familie sitzen, wenn du dir selber beim Spielen zugucken könntest? Ja, so weit denke ich noch gar nicht. Also erstmal mein Platz ist da unten auf dem Feld. Aber wenn es dazu kommt, dass wir mal als Familie hier zuschauen, würde ich mich, glaube ich, gerne auch in den Fanblock einfach stellen und dann die Jungs anfeuern. Was kannst du dir vorstellen, was hier mit den MLP Academics Heidelberg, was hier möglich ist, was in naher Zukunft passieren kann? Wo siehst du die Mannschaft? Welche tollen Momente hier erlebt werden dürfen? Also ich denke auf jeden Fall, das Potenzial ist da. Man weiß aber auch, dass noch einiges passieren muss, dass sich einiges bewegen muss. Auch gerade in der Fankultur, sprich Fanclub, solche Sachen, dass wir da einiges machen müssen, um auch die Halle überhaupt voll zu kriegen. Natürlich brauchen wir auch sportlichen Erfolg, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem bietet uns dieser Dom große Möglichkeiten und da müssen wir alle an einem Strang ziehen, viel arbeiten, noch viel getan werden. Und dann ist es schon so, dass wir auch hier eine gute Zukunft haben werden. Und aber wie gesagt, das ist noch ein langer Weg und harte Arbeit vor uns. Ich würde gerne mit dir den Anfang so ein bisschen machen, weil aktuell dürfen hier keine Fans sein. Wir dürfen hier sitzen und dieses Gefühl schon mal haben, aber lass uns das doch mal, die Halle, die Arena, der Dome, der ist so groß. Lass uns doch mal die ersten Defense-Rufe rausfallen. Mach's mit? Ja, können wir gerne machen. Okay. Und dann geben wir uns mal so richtig alles, was du hast, so richtig Luft raus, denn du hast einige. Wie willst du das machen? Willst du klassische Defense? Oder? Was hast du denn noch für Vorschläge? Keine Ahnung. Aber wir müssen eigentlich unten im Fan Block stehen, oder? Eigentlich hier oben. Hier oben ist so ein bisschen sitzen, aber vielleicht haben wir jetzt hin. Hier den größten Hall. Also lass uns einfach mal ausbauen und probieren. Auf dreimal Defense. Okay. Eins, zwei, drei. Defense! Danke dir, Philipp, und viel Erfolg. Gerne.